Liebes Publikum, heute mit mir im Studio Christoph Schenk, Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank. Herr Schenk, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich mich auch. Herzlichen Dank, Frau Walter, für die Einladung. Sehr gerne. Ich schieße gleich los. Wir haben auch in diesem Format in vergangenen Monaten sehr oft über die glorreichen 7 geredet. Jetzt hat diese Rallye eine etwas andere Dynamik auch angenommen. Es erfasst immer mehr Sektoren, immer mehr Titel. Man spricht schon fast von der Everything Rally, weil auch Gold und die Kryptowährung und so weiter nach oben gehen. Wie sieht es für Sie denn aus? Ist es jetzt langsam an der Zeit, auch mal Gewinne zu realisieren? Oder würden Sie sagen, dabei bleiben, das geht alles so weiter? Wenn wir jetzt mal Krypto und Gold weglassen, uns nur auf die Aktien konzentrieren, dann würde ich sagen, dabei bleiben. Ich glaube, Amerika hat eine Situation, die ist etwas unglaublich. Wir haben zwar hohe Zinsen noch, die Inflation ist hartnäckig, aber die Gewinne sind relativ gut, die Wirtschaft ist robust. Und ich glaube, die Preise als solches, wenn man die Gewinnerwartungen anschaut, machen noch Sinn. Aus heutiger Sicht werden die Zinsen auch reduziert werden, weil der Preisdruck nimmt ab, wirklich, das sieht man auch. Und die Fed wird in ein Dilemma kommen, weil gerade die KMUs eher leiden in den USA und die Erleichterung der Zinsen brauchen werden. Also von dieser Seite her macht eigentlich der Lauf Sinn. Ich hätte mehr Sorgen, wenn es nur die Magnificent Seven wären, aber die Breite ist genau das, was wir erwartet haben. Und ich finde der Ausdruck, muss ich sagen, Frau Walter, nichts gegen Sie oder gegen jemand, Magnificent Seven nicht so gut, weil im Film sind ja 4 gestorben, der 7. Ja, das ist und so. Ich sehe keine 4 Todeskandidaten im Markt aktuell und darum würde ich drinbleiben. Ja, gute Neuigkeiten. Aber was passiert denn, wenn das Fed einfach stillhält? Sie gehen davon aus, die erste Zinssenkung kommt, wie der Markt das, glaube ich, auch eingepreist hat, im Juni. Ja. Was aber, und das wurde, die Erwartungen wurden schon extrem nach unten geschraubt seit Jahresbeginn. Ja. Was passiert, wenn das Fed sich sagt, nö, wir machen im Juni noch nichts? Das ist eigentlich nicht schlimm, weil wenn das Fed nichts machen kann, dann ist das das Zeichen, dass die Wirtschaft einfach robust ist. Und dann darum, wird uminterpretiert. Nein, es wird nicht uminterpretiert. Es ist ja Fakt, die Wirtschaft ist ja robust. Und wenn sie halt zuwarten muss, dann ist das, weil einfach es gut läuft. Und wenn sie senkt, dann ist das auch gut, weil sie sieht, dass der Preisdruck abnimmt. Und in diesem Sinne haben wir fast ein bisschen einen Hauch von Goldilocks. Aha, eine Win-Win-Situation. Ja, wenn sie nichts Brei, machen, ist es genau, gut, wenn sie der das Brei machen. Ist nicht zu heiß und nicht zu kalt, so wie das Goldilocks auch gerne hatte. Die Gefahr ist wirklich, wenn sie die Zinsen anheben würde, dann hätten wir ein Riesenproblem. Dann wäre der Markt wirklich auf dem falschen Fuß erwischt, aber davon gehen wir nicht aus. Nein, und das ist klar. Das wäre eine sehr, sehr große Überraschung. Das wäre unglaublich innerhalb dramatisch. Der Forward Guidance, die ja eigentlich schon wichtig ist für die Zentralbanken. Also dann denken Sie so, das Gewinnwachstum im S&P 500, da wird, glaube ich, etwa 11% erwartet. Genau. Stimmt das überein mit Ihrem Makroausblick? Würden Sie sagen, das ist realistisch? Das ist aktuell realistisch. Ich weiß, oder man kommt dann gleich in die Diskussion, ist das teuer oder nicht und was geht. Aber wenn man die unterliegende Dynamik anschaut und noch ein bisschen kombiniert mit längerer Frist, wo Sie einfach nicht ohne Tech-Stock zum Beispiel auskommen werden, dann sind nach unserer Meinung die Titel sicher nicht günstig, aber nicht überbewertet. Sind denn US-Aktien Ihre Favoriten? Oder würden Sie sagen, so von der Geografie? Fänden Sie auch andere Regionen interessant? Wir haben jetzt Europa hochgenommen auf neutral, wir haben Japan hochgenommen auf neutral und zwar aus der Überlegung, aber dafür UK reduziert, bleiben noch in der Schweiz im Übergewicht. Warum? Wir glauben, es ist jetzt Zeit, sich ein bisschen zyklischer auszurichten. Aber wir wollen nicht Einzeltitel treiben, weil die letzte Meile der Inflationsbekämpfung wird die härteste sein. Es werden immer Enttäuschungen kommen und Hoffnung, das heißt, die Volatilität wird oben bleiben. Und darum wollen wir eigentlich das zyklische Momentum breit diversifiziert spielen und über die Märkte. Und wenn man den Ausblick ausschaut von Europa, dann ist Europa jetzt noch so am, ja, ich sag mal, am lustlos quer treiben, aber es wird keine Rezession geben. Europa wird sich schneller erholen als die USA, aber weniger dynamisch, weniger stark. Aber es ist spannend, dort reinzugehen und wir glauben von der Erholung, die beginnen wird, zweite Hälfte dieses Jahres und dann sich verstärken wird im 25, ist es jetzt Zeit, Europa hochzunehmen. Japan wird profitieren, weil der Yen wird sich
noch nicht erstarken, weil die Zinsdifferenz zu Ungunsten der Währung ist. Aber auch die Governance-Strukturen werden verbessert in Japan. Es ist ein zyklischer Markt und darum sind wir dann einfach jetzt hochgekommen und haben die Zykliker ein bisschen raufgenommen als Länder, weil wir wollen in dieser Phase, wie schon gesagt, einfach breit diversifiziert sein und auch nicht Einzeltitelwetten eingehen. Also dann sind Sie in Europa neutral, in Japan neutral, alles vom Untergewicht USA neutral. Übergewicht. Das ist und unser Schweiz Übergewicht. Jawohl, aber die aber Schweiz. Das ist nicht zyklisch. Nein, das ist nicht zyklisch. Und das ist so ein bisschen noch zwei Aspekte, sehr gute Frage. Der erste Aspekt ist, weil die Wolle hoch sein wird, lieben wir die Schweiz noch als defensiver Charakter, unser Heimmarkt. Jetzt müssen wir auch sagen, wenn Sie die Bewertungen anschauen, ohne Nestlé, Novartis, Roche, dann ist die Schweiz eigentlich teuer. Wenn Sie Nestlé, Novartis, Roche einrechnen, die ja auch großen Anteil haben am Markt, dann ist die Schweiz relativ zum MSCI-Welt günstig. Aber es sind eigentlich nur diese drei Titel. Und wenn diese drei Titel sich erholen werden, davon gehen wir heute aus der Analyse, darum haben wir dort noch Potenzial, das ist auch ein Grund für das Übergewicht. Aber wenn das dann gekommen ist, dann, ja, dann ist es dann Zeit, die Schweiz auf neutral zu nehmen, weil schauen Sie, die USA hat dieses Jahr schon 22 All-Time-Highs gehabt, die Schweiz noch keines. Das hat auch seinen Grund, weil im Kern ohne Nestlé, Novartis, Roche die Gewinnausblicke gar nicht so gut sind. Dann waren Sie vor der ersten Zinssenkung der SNB schon übergewichtet in Schweizer Aktien oder hat das Ihr Bild etwas verändert? Nein, wir sind schon lange übergewichtet in den Schweizer Aktien, weil wir waren letztes Jahr bis und mit Herbst eher defensiv ausgerichtet, generell, weil wir einfach noch der Meinung waren, es gibt eine Rezession. Die haben wir dann im dritten Quartal abgesagt. Und haben dann aber die Schweiz, eben weil die Schlussphase bei der Inflationsbekämpfung immer sehr volatil ist, haben wir unseren Heimmarkt einfach immer noch übergewichtet gehabt. Dann kamen die Fragezeichen wegen Roche, Nestlé, Novartis und die haben dann, müssen wir sagen, okay, die Bewegung waren da, aber wir glauben, die Erholung kommt und darum haben wir die Position nicht geändert. Jetzt haben Sie einige Blue Chips genannt. Was halten Sie von Small Caps, also den Nebenwerten, ja, auch vielleicht in der Schweiz? Finden Sie das interessant? Ja, grundsätzlich auch. Wenn Sie natürlich zyklischer werden wollen, dann ist natürlich Small und Mid Caps gerade das Richtige, was zu tun ist. Absolut. Wir machen es aber nicht nur in der Schweiz, wir machen es auch im Emerging Markets, also wir Small und Mid Caps übergewichten, auch dort zyklischer zu gehen. Das hat aber einen anderen Aspekt, nicht nur. Also klar, der eine Aspekt ist, dass die asiatischen Länder zum Beispiel generell Emerging Markets zyklisch, technisch weiter sind, Zinssenkungen kommen, Wirtschaft sieht besser aus. Aber das andere ist, wenn Sie Small- und Mid-Caps machen in Emerging Markets, dann haben Sie automatisch auch China untergewichtet. Und China bleibt und ist das große Fragezeichen. Immobilien, Demografie, Jugendarbeitslosigkeit, Politik von der Regierung. Und dort sind wir einfach nicht so positiv. Und so können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also ein bisschen mehr Zyklizität, ein bisschen lokaler Aufschwung mitnehmen. Und darum sind Small- und Mid-Caps generell eigentlich auch eine gute Möglichkeit, diese Idee zu spielen. In welchen Ländern sind die denn dann primär angesiedelt? Also wenn man China mal ausklammert, ist das dann Indien, Indonesien? Wir haben es breit investiert. Wir haben nicht spezielle Länder bevorzugt. Wir haben hier wirklich einfach geschaut, welcher Sektor, also wo haben wir einfach, wo welche Small- und Mid-Caps, dass wir breit diversifiziert sind. Das war nicht eine Länderallokation in diesem Sinne. Müssen aber auch sagen, in Indien hat das kurzfristig nicht so funktioniert, weil dort hat es eine Warnung gegeben von der indischen Aufsichtsbehörde wegen den ausländischen Investoren. Das hat sich aber mittlerweile auch wieder korrigiert. Also es war nicht wirklich eine Elder-Allokation, die uns getrieben hat, sondern wirklich die Small- und Mid-Caps-Allokation, okay, von Titeln, die man auch kaufen kann. Ja, und so Sektorenpräferenzen, gibt es die auch? Ja, aus der Logik der Zyklizität, dann haben sie natürlich, also grundsätzlich noch ein bisschen, sag mal, vom Charakter her bleiben wir mehr defensiv und zyklisch bauen wir sukzessive auf in der Erholung. Also ich würde jetzt nicht alles jetzt kaufen, aber von der Zyklizität haben wir natürlich die usual suspects. Sie können Industrie nehmen, Automobilindustrie, Sie können Reisen nehmen, Sie können Gastro nehmen, Sie können Luxusgüter nehmen. Aber wissen Sie, ich glaube, es ist jetzt noch zu früh, wirklich spezifisch hier irgendwas an Titel zu übergewichten. Ich habe schon gesagt, die Idee war wirklich breit diversifiziert zu bleiben und darum lieber auf Länder Ebene spielen als in einzelnen Baskets. Mhm. Dann sind Sie auch insgesamt im Musterportfolio in Aktien übergewichtet. Absolut, jawohl. Und Bonds untergewichtet. Genau, das hat mit der Hartnäckigkeit der Inflation zu tun.
die hat uns selber überrascht und darum gehen wir davon aus, dass über die nächsten 1, 2, 3 Monate, wir bleiben dabei, im Juni wird es losgehen bei der FED und der EZB, noch nicht diese Woche, aber wir bleiben dabei und aus diesem Grund werden die Zinssenkungen kommen, es werden aber nicht mehr so viele passieren, wie man noch gemeint hat Anfangsjahr und daher glauben wir, werden die Renditen tendenziell seitwärts tendieren, auch USA etc. In der Schweiz sehen wir keine Zinssenkungen, wir glauben, der Markt hat zu viele Hoffnungen drin, weil der Franken ist schon schwach geworden. Also das Sie denken, die SNB macht nein, nichts mehr? Nein, wir sind überzeugt, sie wird nichts mehr machen, weil der Franken ist schwach. Schwache Franken sind Zinssenkungen faktisch. Sie haben ihn noch geschwächt. Wir glauben, sie haben den Franken bereitgestellt, dass wenn die Zinssenkungen kommen, dass er wieder leichter starken wird auf dieser Hinsicht. Und dass wenn sie es nicht gemacht hätten und die Zinssenkungen gekommen wären, wäre der Franken zu stark geworden. Und aus diesem Grund muss die SNB gar nicht vorauspreschen. Also ich glaube, die Markterwartung mit 2 Zinssenkungen, das sehen wir nicht. Gar keine mehr in diesem Jahr. In diesem Jahr sehen wir keine Zinssenkungen für die Schweiz. Das ist so eine out of consensus. Genau, out of consensus. Ich weiß, ich muss mir das dann anhören Ende Jahr, ob gut oder schlecht. Aber und wie gesagt, sei es dann Europa, sei es USA, die Zinssenkungen kommen, aber das wird nicht so stark sein wie erwartet. Die Renditen haben viel vorweggenommen. Wir sehen da eher eine Seitwärtsbewegung, leichte Senkung, ja, aber wenn Sie dann den Wirtschaftsausblick nehmen mit den Gewinnerwartungen und dann vergleichen mit dem Zinssenkungspotenzial der Rendite, dann sind die Aktien einfach attraktiver aus unserer Sicht. Und aus diesem Grund haben wir das Übergewicht sogar noch leicht erhöht letzten Monat. Okay, wie sieht es denn bei den Liegenschaften aus, wenn wir schon beim Zinsumfeld sind, Immobilien? Die Schweiz haben wir die Immobilien neutral gehalten. Natürlich haben wir Zuwanderung. Das macht ja fast 50% des Wirtschaftswachstums der Schweiz aus, die Zuwanderung. Die Leute werden Wohnungen brauchen, das ist klar. Das wird natürlich automatisch den Preisdruck nach oben aufrechterhalten. Die Zinsen sind, glaube ich, kein großes Thema mehr. Wieso sind wir nicht im Übergewicht? Weil wir einfach glauben, die Aktien sind noch attraktiver von den Gewinnerwartungen als die Immobilien. Aber aufgrund der Zuwanderung müssen wir uns auch keine Sorgen machen für eine negative Korrektur und darum haben wir eigentlich unsere Position unverändert auf neutral gehalten. Auch weil es schwierig ist zu traden. Sie müssen wirklich eine längere Sicht einnehmen. Ich habe vorhin bei der Everything Rally das schon angesprochen, das Edelmetall. Ich möchte zum Schluss vielleicht, genau, auch weil ich gerade einen Artikel veröffentlicht habe zu dem Thema, das Gold, das die Rallye kennt ja kein Ende. Wir streben jetzt auf 2400 zu. Trauen Sie dieser Rallye oder haben Sie das Gefühl, da wird doch ganz viel von der chinesischen Notenbank angetrieben? Es ist hauptsächlich von Zentralbanken und China, die das antreibt. Schauen Sie, wenn Sie die Hauptabnehmer von Gold sind ja Indien und China auf der Welt. Ich glaube, es ist sogar mehr als 50%, genau, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sie haben einen Artikel gelesen? Nein, ich habe Ihren Artikel leider noch nicht gelesen, aber ich werde es nachholen, ich verspreche es Ihnen. Es wird sicher sehr interessant. Aber einfach nur, was ich im Kopf habe, sage ich dann ab, ich lese ihn, ich verspreche es Ihnen. Auf jeden Fall. Und wenn Sie ja schauen, wenn Sie anschauen in Indien, der Preis hat sich ja in den letzten, 6, 8 Monaten fast verdoppelt. Also für Inder ist Gold heute unerschwinglich geworden. Und wenn Sie die Positionen anschauen, Sie haben ja eben Zentralbanken, Sie haben Schmuck etc., dann noch Sicherheitskäufe im asiatischen Raum, dann haben Sie vor allem spekulative Positionen im Markt. Also es wird einfach noch spekuliert und das wird nicht aufrechterhaltbar sein. Wenn der Goldpreis weiter steigen sollte, dann müssten die Zentralbanken konsequenter kaufen. Aber bei diesem Preisniveau glaube ich nicht, dass sie es tun werden. Auch die haben eine Schmerzgrenze. Sie können warten. Die Zentralbanken haben keine Eile, wenn sie sich aus dem Dollar diversifizieren wollen. Und darum glaube ich, wir sind langsam am oberen Ende der Fahnenstange Sache Goldpreis angelangt. Okay, ja, ich hatte jetzt ein bisschen das Gefühl, dieses FOMO, das berühmte FOMO, Fear of Missing Out, dass viele jetzt doch noch auf den fahrenden Zug aufspringen wollen, weil sie denken, ui, Goldpreis-Rallye, ich bin nicht dabei. Das könnte wahrscheinlich noch mal so das Moment ein bisschen aufhalten. Genau, das sind die klassischen spekulativen Positionen. Ja. Das sehe ich genau gleich wie Sie. Prima, ich bedanke mich recht herzlich für das interessante Gespräch, Herr Schenk. Ich danke Ihnen, Frau Walter, es war sehr angenehm. Herzlichen Dank. Danke auch. Liebes Publikum, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Lassen Sie uns doch wissen, wie Ihnen das Format gefällt, wie Ihnen diese Sendung gefallen hat, auf unserer Webseite
auf YouTube und auf LinkedIn. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.